Jeden Tag verlassen sich unsere Kunden auf der ganzen Welt auf uns bei der Lösung schwieriger Probleme in den Bereichen Filtration, Abscheidung und Abreinigung. Paul bietet Schutz für Menschen, wertvolle Flüssigkeiten und unsere Rohstoffquellen. Gemeinsam setzen wir Lösungen in vielen Märkten im Bereich Life Sciences und in der Industrie ein. Produkte von Paul reinigen Medikamente und Impfstoffe, reduzieren die Verunreinigungsgefahr und Krankheitsinfektionen. Wir unterstützen saubere und alternative Energiequellen, minimieren Emissionen und Abfälle, erzeugen Trinkwasser und schützen die Nahrungsversorgung. Die Kunden und Mitarbeiter von Paul ermöglichen eine umweltfreundliche, sichere und nachhaltigere Zukunft. Für die Herstellung von Produkten, die wir täglich benutzen, wird viel Wasser benötigt. Fast 3 Millionen Liter pro Person im Jahr. Ein Großteil der Erde ist zwar von Wasser bedeckt, doch weniger als 1% davon ist Süßwasser. Für die Herstellung eines Autos werden ca. 180.000 Liter Wasser benötigt, 115 Liter für die Erzeugung einer Kilowattstunde Energie und weitere 90 Liter für jede Flasche Bier und Limonade. Wir helfen Herstellern, den Wasserverbrauch in ihren Produktionsprozessen zu reduzieren und bei der Einhaltung ihrer jeweiligen Qualitätsstandards. Aufbereitetes Brauchwasser kann gefahrlos in die Umwelt zurückgeführt oder in der Fertigung, zur Bewässerung oder für andere Zwecke verwendet werden. Paul hilft auch großen und kleinen Kommunen dabei, die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser sicherzustellen. Unsere Technologien werden auch zur Abwasseraufbereitung für die Industrie und zum Auffüllen von Grundwasser für Trinkwasser verwendet. Unsere Kunden stecken viel Arbeit in die Erhaltung und optimale Nutzung der Süßwasservorräte. Wir unterstützen sie dabei in jeder Hinsicht. Hersteller von Pharmazeutika und Impfstoffen und globale Regulierungsbehörden tragen eine große Verantwortung für Produktqualität. Sie tun alles Erdenkliche, um die Sicherheit unserer Arzneimittel zu gewährleisten. Dazu gehören auch die Reinigungsverfahren für Produktionsanlagen aus Edelstahl nach jeder Charge. Die Reinigung von Anlagen und Überprüfung der Wirksamkeit des Reinigungsverfahrens kann bei der Entwicklung von Herstellungsverfahren und der Produktion bis zu 70% des Zeitaufwands ausmachen. Dieser Prozess, unerlässlich für die Produktsicherheit, ist sehr zeitaufwendig und verbraucht extrem viel Energie, Wasser und Chemikalien. Paul arbeitet eng mit Herstellern von Biopharmazeutika und Impfstoffen zusammen, um einen besseren Weg zu finden. Unsere innovativen Einwegproduktionsanlagen und Systeme leisten dabei einen wesentlichen Beitrag. Durch diese Systeme können viele kostspielige Schritte entfallen und die Verunreinigungsgefahr wird reduziert. Sie können den Wasser- und Chemikalienverbrauch um bis zu 85% reduzieren und wesentlich zur Reduzierung der CO2-Bilanz von Arzneimittelherstellern beitragen. Wir helfen Herstellern von Biotech-Produkten, Pharmazeutika und Impfstoffen dabei, lebensrettende Therapien schneller zum Patienten zu bringen und gleichzeitig die hohen Entwicklungs- und Produktionskosten zu reduzieren. Die moderne Welt hat einen enormen Energiebedarf. Paul ist ein wichtiger Partner der Energiewirtschaft zur Maximierung der Kapazität für die steigende Nachfrage bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung. Der Großteil der verbrauchten Energie stammt aus fossilen Brennstoffen wie Öl. Wir verbrauchen heute bereits über 89 Millionen Barrel Öl pro Tag. Der Verbrauch nimmt schnell zu. Es wird geschätzt, dass er bis 2035 fast 100 Millionen Barrel pro Tag betragen wird. Es ist zwar umstritten, wie lange die bekannten Öl-, Erdgas- und Kohlereserven reichen werden, doch eins ist sicher: Die Ölreserven sind nicht unbegrenzt. Ohne erneuerbare und saubere Energiequellen geht es nicht. Vielversprechende alternative Technologien befinden sich in verschiedenen Stadien der Entwicklung und Umsetzung. Wir arbeiten mit Erzeugern von erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne und Biobrennstoffen zusammen, um Probleme in Bezug auf Kapazität, Effizienz und Zweckmäßigkeit zu lösen. Das Ausräumen dieser Hindernisse macht den Weg zu einer breiteren Akzeptanz und einer nachhaltigen und sauberen Energieversorgung frei. Weltweit werden Billionen von Euro auf die Bekämpfung von Krankenhausinfektionen aufgewendet. In diesem Jahr werden nur in den USA fast 2 Millionen Patienten bei einem Krankenhausaufenthalt an Infektionen erkranken und bei 99.000 Patienten wird dies tödlich verlaufen.
Viele dieser Infektionen sind vermeidbar. In enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenhäusern schützen wir Patienten und Pflegepersonal vor diesen schlimmen Folgen. Atemschlauchsystem und IV-Filter stellen zwar einen effektiven Schutz gegen Kontamination dar, doch die Point-of-Use-Wasserfilter von Paul filtern tödliche, durch Wasser übertragene Pilze und Bakterien wie Legionellen heraus. Eine ganz normale Dusche kann Personen mit einem geschwächten Immunsystem gefährlichen Pathogenen aussetzen, die in Wassersystemen leben. Produkte von Paul sind oft die letzte Verteidigungslinie eines Patienten vor diesen gefährlichen Pathogenen. Technologien helfen Krankenhäusern dabei, Infektionen und die Kosten für Gesundheitsfürsorge zu reduzieren und Leben zu retten. Eine umweltfreundlichere Zukunft für unseren Planeten heißt, dass wir Abfälle und Emissionen heute reduzieren müssen. Technologien von Paul helfen unseren Kunden dabei, strenge Emissionsauflagen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Sie können damit ihre CO2-Bilanz reduzieren, ohne Kompromisse bei der Produktivität einzugehen. Weniger Abfall landet auf Mülldeponien und Mitarbeiter sind weniger Schadstoffen ausgesetzt. Unsere hochwertigen, langlebigen Filter sind gut für die Umwelt und die Rentabilität unserer Kunden. Eine längere Lebensdauer bedeutet weniger Filterwechsel, das heißt niedrigere Betriebskosten. Diese Effizienz reduziert den Wartungsaufwand. Das heißt, unseren Kunden bleibt mehr Zeit für die Herstellung ihrer hochwertigen Produkte. Egal, ob Sie lieber Wein, Bier oder etwas Alkoholfreies trinken, der Produktionsprozess muss hohe Standards erfüllen zur Erhaltung von Geschmack, Reinheit und Qualität. Brauereien, Wein- und Getränkehersteller weltweit zählen auf die Abscheidungstechnik von Paul, damit Geschmack, Farbe und Qualität in jeder Flasche oder Dose gleich bleiben. Die Ingenieure und Wissenschaftler von Paul arbeiten eng mit Kunden zusammen für eine einheitliche Produktqualität, zur Maximierung ihrer Produktion und Minimierung ihrer Betriebskosten. Die Technologien von Paul tragen dazu bei, den Geschmack und Charakter der Getränke zu erhalten und reduzieren dabei auch den Energie- und Wasserverbrauch. Und durch die Optimierung der Produktionsprozesse wird weniger Abfall erzeugt. Das nächste Gläschen, das Sie trinken, wurde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit einer Technologie von Paul geklärt. Paul arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen bei der Lösung kritischer und schwieriger Probleme im Bereich Fluid Management. Wenn Sie erfolgreich sind, sind auch wir erfolgreich. Unser Leitbild ist immer gleich geblieben. Immer das tun, was richtig für den Kunden ist. Durch unsere Zusammenarbeit tragen wir dazu bei, eine umweltfreundliche und sichere Welt zu schaffen.